die neue Mode jetzt in Europa, ne? Ja. So. Es ist jetzt 17.06 Uhr. Ne, 17.06 Uhr. So, wir wollten so eigentlich schon gegen 3 Uhr hier in Antwerpen sein bei der Conference of European Rabbis. European Conference of Rabbis. Rabbis, auf jeden Fall eine ganze Menge Rabbiner. 700. Einer der Hauptsprecher wird sein der aschkenasische Chief Rabbiner von Israel, der David Lau. Und der Sfadische, glaube ich, auch. Itzhak Josef. So. Der Ronald Lau, das ist einer der Patronen dort, Patrons, ne, der Sponsoren. Ne, ich meine auch so Sponsoren. So, und ich bin hier mit ne, Kimi, ja genau, Kimi ist dabei und Hannes. Und Hannes. Ne, so. Hannes war ja schon heute vorm Kölner Dom. So, interessanterweise, also wir haben jetzt 71 Jahre Israel. So, und ganz ehrlich, ich möchte langsam nach Hause. So. Was die guten Rabbiner die ganze Zeit, ach so, wer halt noch da ist, ist der Alan Carr. Der Alan Carr. So, der Alan Carr ist jetzt der neue Antisemitismusbeauftragte. So, von der Bundesregierung ist da der Grübler. Ich glaube, das ist irgendwie so ein CDU-Typ. Ja, von der Bundesregierung für Religionsfreiheit und Zeugs oder was. So, auf jeden Fall sind wir hier in einem vollen Verkehrschaos. Antwerpen ist eine ziemlich komische Stadt. Also es findet in Antwerpen statt und wir werden hier komplett umgeleitet irgendwie. Voll witzig. So, die letzten 4 Jahre, der Hannes, der sagte das, ne? Heute vorm Kölner Dom. Also, orthodoxe Rabbiner, so, wenn die so einen Typen sehen wie mich, ja, dann haben die erstmal keinen Bock, sich mit dem zu unterhalten. Null. Null. Warum? Weil die wissen, normalerweise Typen, die so aussehen wie ich, haben null Ahnung von der Tora. Null. Die wissen gar nichts. Gar nichts. So. Und das sieht man an der Diskussion, die jetzt gerade läuft, heute noch, immer noch, von MCM und so, der halt Dinger hinterlässt. So, ja, das kann doch jeder lesen. Jesus kommt durch die Wolken wieder. Also, nicht in der Lage, mal so aufs Gesetz zu achten, auf das Zeugnis und alles Mögliche. Das heißt, so Typen wie ich normalerweise, das sind Christen. So, und die Christen, die hören, die haben eine... Ups. So, also normalerweise so Typen wie ich, ne, so die Christen, so die kennen halt die Bibel und die glauben halt an Wunder. Die glauben an Wunder, die glauben, dass sie jetzt aus den Wolken kommen. Die glauben an die Jungfrauengeburt, die glauben, dass Jesus auf Wasser gekommen ist. Warum? Weil es dort geschrieben steht. So, die wenigsten machen sich mal darüber Gedanken, dass das halt geistlich zu verstehen ist. Ich meine, dass es schon ziemlich wundersam genug ist, dass dort steht, dass ein Mensch aus den Toten auferstanden ist. Vor 2000 Jahren. So, ich meine, das ist schon mal wundersam genug. So, auf jeden Fall sieht das halt so aus, dass im Buch Jeremia 29, Kapitel 29, da steht halt, dass die Juden, die stehen unter einer Strafe von Babylon. So. Und während dieser Zeit, während die unter Babylon stehen, sollen die definitiv auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen, auf irgendwelche Träume, Prophetien oder irgendwelche Schwachmaten-Sachen von so Typen wie mir gucken. Auf gar keinen Fall. Also alles, was irgendjemand so erzählt, ne, was passiert und Prophetie und das und jenes und Engel und Teufel und Dämonen und so, könnt ihr komm voll klicken. Das hört sich niemand an. Niemand. Sondern worum geht es? Hat jemand die Tora eingehalten? Hat jemand das Gesetz eingehalten? Ich. Ja oder nein? Na, da drüben, oder? Nee. Ja, da, upsa. Jetzt, oh ja, gut, fahr mal hin. Ah, okay, jetzt geht's weiter. So. Also hat jemand das Gesetz eingehalten oder nicht? So, ich habe jetzt bis zum Letzten das Gesetz eingehalten. Und jedem gesagt, Leute, ich möchte gerne zurück nach Israel. Da gibt es ein paar Sachen zu klären mit meinen Töchtern. So, und wer war der Typ, der gesagt hat, hey Ulf, du hast ein Syndrom? Der Dr. Jürgen Bühler. Am 9.3. hat er mir das schriftlich gegeben. Sondern... Dann habe ich das mit Ephraim am 25.05.2015 öffentlich gemacht, so, und wollte am 2.09.2015 nach Israel einreisen.
und konnte das nicht. Viele Leute haben sich darüber lustig gemacht. Zwei Wochen später jedoch ist halt der Rabbi David Lau so, und der Itzhak Josef, die halt hier auf der Konferenz sind, so, die haben die internationale christliche Botschaft als geistlich gefährlich für Juden eingestuft. Ganz, ganz schlimm. Ja? Und ich kann das bestätigen. Ne? So, das heißt, nach vier Jahren Arbeit, am 9.3.2019 gibt auch in der MCM noch so eine richtige, super geniale antisemitische, rassistische Aussage. Ne? Rothschild gleich Synagoge des Satans. So, auf jeden Fall, über 4 Jahre haben wir jetzt gesammelt antisemitische, rassistische Kackscheiße von Leuten, die an Jesus glauben, aber einen Typen, der die Tora halten will, in die Hölle schmeißen. So, und jetzt wollen wir mal so sehen, wir haben also vielen vorgeschrieben, also es ist unmöglich, dass das, was wir gemacht haben, dass man das nicht mitbekommen hat, zumal ja auch in Hasewinkel eine ganze Menge passiert ist und Völkermord stattgefunden hat. So, und das haben wir zur Anzeige gebracht und jetzt wollen wir mal sehen, wie es damit steht. Ja? So, vor 4 Jahren habe ich ziemlich Schiss gehabt, so mittlerweile sage ich mir, also der Antisemitismus und Rassismus hier in Europa, ja, der ist, der steigt, der ist gigantisch. Warum? Na, niemand weiß was über, also die Rabbiner, also das jüdische Volk, die haben sich verkrochen. Die haben sich verkrochen hinter Mauern und haben halt ihre Religion ausgeübt, die Tora, haben halt die Tora gehalten. So, und jetzt gibt es Israel, ja, und bis heute müssen sich Juden hinter irgendwelchen Mauern verstecken, weil Leute es nicht akzeptieren, dass es Leute gibt, die die Tora halten. Ja, so. Und jetzt ist halt ein Riesenproblem. Ja, wir haben Israel. Also Leute fahren rein und raus nach Israel, rein und raus nach Israel. So. Und Leute haben was mit Israel zu tun. Und die müssen nicht unbedingt Juden sein. So. Und dort ist jetzt halt diese gesamte Geschichte mit der Nachkommenschaft Josefs. Was ist mit den Burschen, die die Träume haben? So, darum geht es jetzt, ja, dass nämlich die Juden, die sind nicht nur alleine, nee, sondern genauso wie die Juden sich verstecken mussten, ne, hinter Mauern, müssen wir uns da gerade auch verstecken, ne, weil wir halt auch mit Jerusalem was zu tun haben wollen, ich was mit Jerusalem zu tun habe und Leute das einfach nicht akzeptieren, die können die Realität nicht akzeptieren. So, und jetzt wollen wir uns mal zeigen und mal schauen, also das Ding ist heute 71 Jahre Israel, ne, also Registration, voll genial. Ne? Ich habe Registrationsbestätigung als Rabbi Ulf Diebel. Habe ich aber angemeldet als Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Hm. Das wird ganz witzig. Also, jetzt wollen wir mal gucken. Ronald Lauder ist da und Alan Carr, so David Lau, ein paar andere Leute. Und mal gucken, was sie so sagen. Ne? Bis später. Also wir sind jetzt in dem im Hilton und man hat uns, wie würdest du das beschreiben, Kimi? Verdrängt. Verdrängt, ne? Also der Israeli, der hat erstmal rucki-zucki seine Datenbank angezapft und hat dann voller Schock erstmal 5 Leute geholt, Security, und dann ist erstmal ein ganz, ganz ziemlich großer und dicker, breiter Polizist gekommen, ne? Der unsere Personalien haben. Der wollte alle Personalien haben, wie immer. So, und das heißt, die Rabbiner, die wissen alle Bescheid und die sind auch noch nicht so weit. Vor allen Dingen machen die Blödsinn. So, und jetzt habt ihr ja vorher und nachher, wir werden jetzt noch ein bisschen rausgehen, auf den Grotemarkt, ne? Mal dem einen oder anderen Orthodoxen mal daran erinnern, dass es Josef gibt. Ne? Und vielleicht noch davor irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Video in Englisch, ne? Aber ich glaube, bei dem Dr. Jürgen Bühler mit der ICEJ, da waren sie schon ziemlich fertig, ne? Da war der volle Schock am Rambrakan, ne? Und jetzt ist der Lau weg. So, der, wer jetzt noch da ist, ist der Itzhak Josef. Der ist noch in Antwerpen. Mal gucken, wo der ist. So, guys, 71 years Israel, 14/5/2019. So, last year I was missing. So, this year, so 700 rabbis. Hiding behind the walls. I mean, it's like crazy. We tried to get in, okay? To find Ronald Lauder, to find David Lau, to find Itzhak Josef, to find Alan Carr.
And it's like, again, like some of convention where they give themselves prizes and say, yep, you're cool Jews and fuck Joseph. Ne? So now, guys, I don't know what to tell you. I mean, currently Israel is under attack of anti-Semitism. Why? Well, because you don't take care of Joseph. And whatever you did here, I mean, I came again, I made a registration, I paid even 130 euros. Yeah, yeah, yeah. And now I get kicked out. Well, this, my guys, my friend, I don't know what the consequences are, but I will ask Father in heaven, you know, to get some response there, that you will feel this in Jerusalem. And then thank you, you know, David Lau, beautiful, and Dr. Jürgen Bühler. See you later.